Jetzt müssen wir mindestens bis Ende Januar zu Hause hocken. Ja, was macht man in der Zeit? Ich habe mir überlegt, ich könnte doch mal kurz die Welt retten. Ja, nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Irgendwo muss man ja anfangen. Und mein Klima, also ich denke an den Klimawandel, ne? Wodurch wird der denn verursacht? Zum Beispiel durch eine unglaubliche Lebensmittelproduktion. Wir haben, wenn wir in den Supermarkt gehen, haben wir das ganze Jahr über Lebensmittel, die überhaupt nicht hier wachsen. Wir kaufen nicht saisonal und regional. Aber ich fange jetzt damit an. Hier, mit diesem Kohlkopf. Guckt euch den mal an. Der ist aus dem Vorgebirge vom Biobauern. Und er ist damit natürlich saisonal und regional. Da werde ich ja so einen Weißkohl-Kartoffeleintopf machen. Das ist unglaublich lecker. So, aber nochmal zur Lebensmittelverschwendung. Mein Lieblingsbäcker hat Brötchen, die liebe ich heiß und innig. Neben den Brötchen ist aber ein kleines Schild, da steht drauf: Die Brötchen werden nach einer Stunde aus dem Verkehr genommen, um die Qualität zu sichern. Hallo? Um die Qualität zu sichern, wieso kaufe ich Brötchen, wenn nach einer Stunde keine Qualität mehr da ist? Ich muss die nach Hause tragen, da geht auch noch mal Zeit bei drauf. Ich persönlich kaufe mir immer mehr und backe die am nächsten Tag noch auf. Ja, was soll das? Die Scheiße wird weggeschmissen, weil sie dann nichts mehr wert ist, keine Qualität mehr. Das glaube ich doch nicht, liebe Bäckereikette. Ich nenne jetzt nicht den Namen. Ja, und jetzt kam ich vor ein paar Tagen vor diesem Lockdown bei einer Freundin vorbei. Was hat die gemacht? Die hat gerade ihre Vorratskammer aufgeräumt. Ich sag, was sortierst du denn da alles aus? Ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist abgelaufen. Da war Reis mit bei, da waren Nudeln mit bei, da war alles mit Tellerlinsen, also alles Mögliche, wo ich dann gesagt habe, hallo, nehme ich alles mit nach Hause, kann man doch noch verwenden. Ja, aber das Mindesthaltbarkeitsdatum, ja, Mindesthaltbarkeit, da ist doch nichts dran. Ich habe mir das alles angeguckt, war wunderbar, Teil davon ist schon weg. Ja, also, wenn ihr auch was tun wollt, dafür, dass das Klima wieder so wird wie in meiner Kindheit. Ich konnte im Winter mit dem Schlitten den Berg rauf und runter und im Sommer hat der Rudi Carrell gesungen: Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Weil es nur geregnet hat. Und jetzt trocknen wir fast aus. Also, ihr Lieben, fangt doch mal an mit so einem Weißkohl, der regional und saisonal ist, und lasst es euch schmecken. Retten wir die Welt. Tschüss!